Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Wir schauen einfach mal, was die Karten uns sagen. Bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Und ich spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du mir jetzt als Mann zuschaust, drehst dir bitte um. Und das Reading ist zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du das Reading findest, hat es oder kann es für dich eine Bedeutung haben. Genau. Und wir starten mal. Was darf ich euch mitteilen? Um was geht's? Was erzählt uns das Universum? Was sollt ihr wissen? Okay, wir haben hier die 6 der Schwerter. Die Hohepriesterin. Die Liebenden. Oh, neuer Weg in der Liebe. Intuitiv. Okay. Ha, der Sonne. Sehr schön. Die Gerechtigkeit. Willst du oder willst du nicht? Nee, wir mischen auch mal. Und die 8 der Kelche. Im Unterdeck haben wir hier die 7 der Kelche und den König der Münzen. Also, was ich hier reinbekomme, ist, zum einen könntest du es hier mit jemandem zu tun haben, mit dem du schon länger jetzt keinen Kontakt mehr hast, beziehungsweise sporadischen Kontakt. Jemand, der einen anderen Weg eingeschlagen ist. Es kann aber auch sein, dass du generell vielleicht dich von einem anderen Gegenüber verabschiedet hast und jetzt gerade mit diesem Gegenüber zu tun hast, ja, also quasi ein neues Gegenüber kennengelernt hast. Das ist hier möglich. Wir haben hier den König der Münzen, das ist Element Erde, das ist Stier, Steinbock oder Jungfrau vom Sternzeichen. Und das ist ein Mensch, ja, der viel Wert auf Familie legt, viel Wert darauf legt, dass er etwas im Leben hat, was er auch zeigen kann. Es ist jemand, der einfach auch so, ja, gerne zeigt einfach, was er hat. Und ich nehme es so wahr tatsächlich, dass dieser Mensch sich schon einiges aufgebaut hat. Vielleicht hat er auch einen guten Job, ja, ich habe hier eventuell auch, dass dieser Mensch in irgendeiner Behörde arbeiten könnte, das habe ich hier für einige drin, also behördliche Tätigkeiten, jemand, der gut situiert ist auf jeden Fall, auch finanziell einfach gut dasteht, ja, und auch ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Für viele habe ich, dass dieser Mensch unheimliche Gefühle hier hat, also hier sprechen wir tatsächlich von Verliebtsein, ja, wenn du diesen Menschen tatsächlich jetzt erst neu kennengelernt hast, wenn du mit diesen Menschen schon eine Verbindung hattest und diese Verbindung ist jetzt abgebrochen sozusagen, sehe ich hier trotzdem starke Gefühle für dich, ja, bis hin zur Liebe tatsächlich. Wenn du dieses Gegenüber neu kennengelernt hast, habe ich das hier so, es wird auf jeden Fall von diesem Verliebtsein eine neue Stufe erlangt und zwar wirklich in diese absolute tiefe Liebe, ja, mit den Liebenden. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich hier aus einer Situation tatsächlich befreit hast. Du hast hier vielleicht auch lange gekämpft, ja, du legst deine Schwerter sozusagen nieder und du gehst jetzt vom Schatten ins Licht. Und das passiert irgendwie, ohne dass du vielleicht das sogar bewusst wahrnimmst. Ja, ich habe hier die Hohepriesterin, das bedeutet, du folgst intuitiv dem richtigen Weg. Und dieser richtige Weg soll dich zu deinem Seelenpartner führen, ja, beziehungsweise kann es für die einen oder anderen sein, die haben ihren Seelenpartner eben schon gefunden. Was ich so wahrnehme, ist, dass hier wirklich positive Veränderungen kommen. Hier war irgendwie auch ein Ungleichgewicht zwischen euch, ja, und dieses Ungleichgewicht, das wird verlassen. Hier gab es vielleicht auch immer wieder Verletzungen und Enttäuschungen in der Vergangenheit, ja. Man hat hier vielleicht auch öfter des Öfteren nicht auf sein Bauchgefühl gehört. Man hat versucht, hier im Verstand zu bleiben und die Dinge mit dem Verstand zu erklären, was aber hier so gut wie unmöglich ist, ja. Bei den Liebenden, bei der Karte ist es so, hier strahlt, also diese Karte strahlt eine unheimliche Geborgenheit aus. Hier geht es auch darum, dass jemand vielleicht in der Vergangenheit immer wieder unfair zu dir gewesen ist, ja. Und man einfach
gemerkt hat, dass das nicht in Ordnung war, ja. Man hat ja auch gemerkt, dass man doch Gefühle für dich hat. Ich habe das Gefühl, für viele ist es so, wenn es jetzt auch ein neues Gegenüber ist, dann hat der hier in der Vergangenheit schon echt einiges durchgemacht, hat vielleicht immer wieder sehr aus dem Verstand gehandelt, hat vielleicht auch viel Ungerechtigkeit tatsächlich an sich erfahren, und das möchte er hier definitiv anders machen. Ja, das ist das, was ich hier reinbekomme. Hier kommt eine schöne Zeit auf dich zu, das kann ich dir sagen. Mit der Sonne und der Gerechtigkeit wird hier eine positive Veränderung sich einstellen. Ja, und es ist einfach auch so, dass man hier jetzt einen neuen Weg geht. Wie gesagt, man geht hier aus dieser Kühle, aus dieser Distanz vielleicht auch raus, ja, also wenn es zum Kontaktabbruch gekommen ist. Du gehst jetzt hier wirklich einen neuen Weg und ja, du machst das alles sehr intuitiv, ja, also aus deinem Bauchgefühl heraus, du wirst hier von oben geführt, ja. Hier ist auch eine Versöhnungsenergie zu sehen. Und dass man eben hier, wie gesagt, etwas wieder in das Gleichgewicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal funktioniert, ein YouTube-Video zu machen ohne irgendeinen Sprachfehler. Echt. Oh Mann. Ja. Oh. Also hier war etwas nicht im Gleichgewicht und hier möchte man etwas wieder ins Gleichgewicht bringen, ja. Und somit sollen hier diese positiven Veränderungen her. Und ja, man hat hier gemerkt, einfach die Gefühle sind klasse. Ja, wenn du hier jetzt auch ein neues Gegenüber hast und du hast eben Schwierigkeiten mit diesen Menschen, aufgrund dessen, dass er sich manchmal irgendwie komisch verhält, ja, das habe ich ja auch so ein bisschen drin, das kriege ich ja auch so rein, du weißt nicht so genau vielleicht, woran du bei ihm bist. Ich kann dir sagen, hier bringt auch etwas die Kommunikation, ja, also man sollte hier über gewisse Dinge sprechen, man sollte klar und deutlich aussprechen, was man möchte, was man sich wünscht, ja, und ja, für die eine Reisegruppe habe ich jetzt tatsächlich so, wenn dein Gegenüber dir nicht die passenden Antworten gibt, dann solltest du dir wirklich überlegen, auch diesen Pfad zu verlassen und einen neuen Pfad einzuschlagen, ja. Das ist aber wirklich nur für wenige von euch. Für die meisten ist es einfach so, wenn du hier ansprichst, was dich stört, kann hier wirklich etwas ins Fließen kommen, ja. Also ich habe hier auch so diesen Fluss wieder drin, das Göttliche drin und die positiven Veränderungen mit der Sonne, Neubeginn-Energie, ja, Versöhnungsenergie definitiv. Und ja, das schon mal, also ich finde es ganz gut. Okay, schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Fakt ist, dieser Mensch hat hier Gefühle für dich, ja. Auch wenn er dir nicht die passenden Antworten gibt, habe ich das Gefühl, er wird merken, dass es vielleicht nicht der richtige Weg war, ja. Oder es ist auch so, es kann auch jetzt auf dich nochmal also gemünzt werden, dass du gemerkt hast, du bist hier die ganze Zeit irgendwie auf dem Holzweg unterwegs, ja, und du schlägst jetzt wirklich eine komplett neue Richtung ein, das kann auch für viele sein, und dieser neue Weg, der führt dich eben zu deinem Seelenpartner, ja, und zu etwas wirklich Schönen, was ich hier habe. Okay, und es könnte jemand sein, wie gesagt, ein König der Münzen, den du kennenlernst, oder? Stier, Steinbock, Jungfrau, wie ich schon gesagt habe. Ich habe hier auch einen sehr athletischen Typ. Also es kann sein, dass dieser Mensch nicht nur familiär ist und nicht nur sehr fleißig ist, sondern dass dieser Mensch auch gerne Sport macht, ja. Und was ich hier auch reinbekomme, dieser Mensch sucht nach der wahren Liebe. Vielleicht sagt er dir sogar sowas, ja. Das ist etwas, was mir durchgegeben wird. Okay. Gut, was gibt es hier noch zu sagen, liebes Universum? Ja, also wir haben hier das Ass der Schwerter, was einmal für die klärenden Gespräche steht, was ich vorhin gesagt habe. Hier kann dich Kommunikation weiterbringen, sofern du wirklich hier jemand Neues hast, ja, wo es einfach Problematiken gibt, wo du mit irgendetwas unzufrieden bist, ja, dann sollst du wirklich diese Unzufriedenheit verlassen, indem du eben hier auch wirklich kommunizierst. Das ist das eine. Das andere ist, es kann sein, wenn du hier mit jemandem im Kontaktabbruch bist, dass dieser Mensch mit dir ein klärendes Gespräch führen möchte, dass die Chance darauf hinkommt, ja.
Denn ich habe hier mit dem Page der Kelche schon so, dass man hier über Gefühle sprechen möchte. Man möchte hier etwas klären. Man möchte hier auch die Verstrickungen der Vergangenheit loslösen. Das ist wieder dieses Ungleichgewicht, ja, was in der Vergangenheit war. Das möchte jetzt gelöst werden. Man möchte hier wieder etwas in die Waagschale schmeißen, ja, oder alles in die Waagschale schmeißen und hier diese positiven Veränderungen herbeiführen, beziehungsweise den Neubeginn. Für alle anderen, die sagen, nee, der kann mich mal aus der Vergangenheit, ja, also wenn der es ist, dann ist es tatsächlich so, du löst hier wirklich die Dinge aus der Vergangenheit, du befreist dich davon, du schlägst wirklich einen komplett neuen Weg ein. Und es kann aber trotzdem für den einen oder anderen sein, dass dieser Mensch hier dir ein Angebot macht, ja, oder sagt, komm, lass uns doch nochmal reden, das ist alles scheiße gelaufen, lass uns doch einfach es nochmal probieren, ja, also so eine Überredungskunst kriege ich hier auch rein. Ja, okay. Ja, hier ist die Mäßigkeit gefallen. Also es ist einfach so, wie ich schon gesagt habe, das Gleichgewicht zwischen euch spielt hier eine große Rolle. Ja, entweder ist es so, dass dieser Mensch, den du jetzt neu kennengelernt hast, wo du dich absolut geborgen fühlst, wo es irgendwie, wo du auch merkst, dieser Mensch zeigt dir Gefühle, er kommuniziert Gefühle. Ja, das bringt dir unheimlich Heilung. Das ist das eine. Für die anderen kann es sein, dass es hier wirklich Themen war, wo dein Gegenüber noch heilen musste. Und es kann auch sein, dass dieser Mensch unheimlich langsam war. Ich habe hier auch so ein bisschen drin, dass hier gesundheitliche Thematiken eine Rolle spielen bei deinem Gegenüber eventuell. Vielleicht war auch da irgendwas schwieriger. Es kann aber auch einfach sein, dass er zum Beispiel in irgendeinem Gesundheitswesen arbeitet. Ja, also das kriege ich hier jetzt auch nochmal durch. Gesundheitswesen, Versicherungen, irgendwie sowas. Ja. Das habe ich jetzt gerade noch durchbekommen. Also wie gesagt, dieser Mensch könnte auch jemand sein, der sehr geduldig ist, ja, jemand, der sehr ruhig ist. Er, weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl, dass es eher ein zurückhaltender Mensch ist, ja. Okay. Ja, hier kommt die Wunscherfüllung, ne? Hier kommt Klarheit, hier kommt Gefühl, was wieder fließen kann. Auch was ich hier ganz stark drin habe, du folgst hier einfach deiner Intuition. Das habe ich ja gesagt, du machst das wahrscheinlich sogar ganz unbewusst, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, weil das Universum möchte dich hier mit deinem Seelengefährten zusammenbringen, ja, falls du daran glaubst. Da ist es einfach so, hier, wie gesagt, hilft auch die Kommunikation, über Wünsche zu sprechen, über Zukunft zu sprechen, über Dinge, wie man wie man sich es vorstellt, sprechen, ja. Und all das bringt dir hier Klarheit und vor allen Dingen Heilung, ja. Hier geht es auch ganz stark um das Thema Heilung und vielleicht auch hat dich die ganze Situation sogar mit deinem Gegenüber krank gemacht, ja. Und auch da sehe ich einfach eine Verbesserung rein. Vielleicht hast du dir auch gewünscht, endlich loszukommen von diesen Menschen. Und auch das sehe ich hier als Wunscherfüllung, ja. Weil du gehst hier wirklich einen neuen Weg. Also mit den 8 der Kelchen und den 6 der Schwertern. Es fällt dir schwer, aber du schaffst es, ja. Also das ist das, was ich hier tatsächlich reinkriege. Okay. Und dieser Mensch hier, also wenn du den neu hast und es läuft eigentlich ganz gut und ihr redet auch über Gefühle und über die Themen, wie es mit euch in Zukunft weitergeht und so, habe ich das Gefühl, dieser Mensch möchte wirklich dir die Sterne vom Himmel holen, ja, und du merkst halt auch, dass er dich unheimlich attraktiv findet, dass er dich schön findet, dass er einfach gerne Dinge für dich tut, die dir gut tun, ja. Und das bringt dir diese Heilung. Das kriege ich hier auch rein für die einen oder anderen. Okay. So, das ist schon mal schön, ne? Ja, die Herrscherin, also Wahnsinnskarte. Das bist du für diesen Menschen. Also dieser Mensch sieht in dir eine unheimliche starke Persönlichkeit. Dieser Mensch sieht, dass du Dinge erschaffst. Du gibst dem etwas.
wo er total fasziniert von ist. Ja, du bist so die Frau, die er sich gewünscht hat. Entweder man hat es jetzt erst gecheckt, ja, oder es ist einfach so, dass dieser Mensch, den du jetzt gerade neu kennengelernt hast, total fasziniert von dir ist und dir das auch sagen will, ja. Man kann sich hier wirklich eine Familiengründung mit dir vorstellen, man kann sich hier vorstellen, wie gesagt, mit dir irgendwas zusammen aufzubauen. Ja, die Herrscherin steht immer auf fruchtbarem Boden. Sie erschafft ihre Dinge, sie erschafft ihre Möglichkeiten. Und hier haben wir jetzt nochmal diesen Draht nach oben. Du bist unheimlich spirituell. Du empfängst auch Botschaften, ja. Und du, weiß ich nicht, also du hast eine unheimliche, kraftvolle Ausstrahlung auf diesen Menschen und du bietest dem auch irgendwie Halt. Es kann auch sein, dass du wirklich auch jemand bist, ja, die so eine leichte Dominanz an den Tag legt. Ja, also das habe ich hier auch drin. So ein bisschen dominant, temperamentvoll kriege ich hier durch, ja. Und er ist irgendwie so dieser ruhige Pol. Du bist eher der Aufgedrehte, er ist der ruhige Pol. So was kriege ich hier rein. Und er ist total fasziniert und sieht dich als echtes Ehematerial, ja. Und du bist hier die Wunscherfüllung für diesen Menschen, weil er dich nicht nur unheimlich schön findet von der Optik, sondern er liebt auch deinen Charakter, ja. Also er liebt das, wie du drauf bist, was du tust. Ja, und vielleicht auch, dass du immer wieder irgendwas Neues erschaffst, aus kleinen Dingen, ja, also vielleicht bist du auch unheimlich kreativ, das kriege ich hier gerade durch, könnte sein. Ja, du hast hier, wie gesagt, mit irgendwas hast du hier abgeschlossen, ja, also für dich ist es so, du möchtest hier einen neuen Weg gehen, du möchtest hier Gerechtigkeit in der Liebe erfahren, du folgst hier deinem Bauchgefühl und für dich für dich ist es so, du gehst keine Kompromisse mehr groß ein, ja, also wenn dir jemand zeigt, dass er deinen Wert nicht erkannt hat, gehst du, dann beendest du das, auch wenn es dir wehtut in diesem Moment, aber ich habe das Gefühl, dich hat hier in der Vergangenheit wirklich einiges durchbohrt, ja, einiges durchlöchert, die 10 der Schwerter, das ist immer das echt harte Ende und ich habe auch das Gefühl, dass dir das sehr, sehr wehgetan hat in der Vergangenheit, ja. Ich nehme das jetzt nicht als jetzige Energie wahr, sondern ich glaube einfach, du warst hier am Boden und bist wieder aufgestanden. Das ist das, was ich hier durchkriege. Und du bist stärker denn je. Richtig gut. Ja, wir haben hier noch den Herrscher und die 8 der Schwerter. Vielleicht hast du dir auch gewisse Dinge in der Vergangenheit verboten. Vielleicht hast du immer das Gefühl gehabt, du musst irgendwie parat stehen, ja, wenn dieser Mensch irgendwas von dir will. Vielleicht hat dieser Mensch dich oder auch andere Menschen immer wieder mit reingewirkt, ja, und haben immer wieder versucht, deine Struktur und Ordnung sozusagen durcheinander zu bringen, ja. Irgendwas hat dich hier unfrei gemacht, ja, und davon löst du dich. Das ist erstmal die gute Nachricht. Das andere mit diesem König der Münzen, da habe ich das so, auch dieser König der Münzen, der ist schon wirklich auch ein sehr vertrauenswürdiger, ehrlicher Mensch, ja. Ihr werdet hier ein super Paar abgeben. Weil ich habe ihn hier auch nochmal mit der Herrscherenergie. Es ist auch jemand, der Struktur und Ordnung braucht, ja. Vielleicht weißt du auch, dass dieser Mensch sehr strukturiert ist, ja, sehr, jetzt fehlt mir wieder das Wort. Ich komme nicht drauf. Ja, nicht nur strukturiert, sondern eben nicht religiös, sondern mir fehlt das Wort. Ich kriege es gerade nicht auf der Kette. Ich hasse sowas. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn euch ein Wort nicht einfällt und es liegt euch auf der Zunge. Naja, egal. Er ist jedenfalls jemand, der, wie gesagt, Struktur und Ordnung einfach im Leben braucht. Und es könnte manchmal auch sein, dass dich, wie gesagt, diese Struktur und Ordnung so ein bisschen beschäftigt, ja, dass er, weiß ich nicht, oder viele wollen etwas von euch als Paar. Ihr seid vielleicht auch beide sehr beschäftigt, das kann hier sein, ja. Also hier gibt es jetzt viele mögliche Varianten.
Es kann auch sein, dass du, wenn du hier mit offenen Gegenüber schaust, wie gesagt, wo es ein Kontaktabbruch ist und du wünschst dir diesen Menschen aber wieder, wo ich das Gefühl wirklich habe, dieser Mensch beobachtet dich. Es gibt hier einfach Dinge, wo er sich von befreien darf. Das wird er tun, ja. Mit diesen Karten sehe ich ganz klar eine Heilungsenergie. Und es ist einfach auch so, vielleicht ist dieser Mensch, ja, auch wenn du ihn jetzt neu kennenlernst, was ich hier reinkriege, so ein bisschen unterkühlt, ja. Und das hat was damit zu tun, dass er das Gefühl hat, er muss immer irgendwie parat stehen, er hat nicht so viel Zeit für dich. Ihn bindet hier vieles, ja, in seiner äußeren Welt und er muss dem irgendwie standhaft bleiben. Das ist auch etwas, was ich hier tatsächlich durchbekomme, ja. Und dieser Mensch setzt, also das ist jemand, der ganz häufig eine Beobachtungsposition einnimmt, die Dinge sich anschaut, ja, oft auch im Verstand ist. Wie gesagt, das habe ich ja auch schon gesagt. Und hier gibt es auch Dinge, die eben, ja, noch gelöst werden dürfen, Themen. Was ich jetzt als noch durchgesagt bekomme, es kann sein, dass du noch verheiratet bist und du möchtest dich aus dieser Ehe befreien. Das kann hier für wenige auch sein, weil du hier einen neuen Menschen kennenlernst und auf einmal wieder Liebe spürst. Und das ist hier auch für einige tatsächlich möglich. Ja, und hier ist es aber so ein bisschen, du weißt noch nicht so genau wie und irgendwo hast du hier vielleicht auch noch Gefühle. Du willst diesen Menschen auch irgendwie nicht verletzen. Ja, aber du bist eben auch nicht mehr so glücklich, wie du es vielleicht mal warst mit diesen Menschen, weil du vielleicht auch durch die Arbeit, also es kann hier auch jemand von der Arbeit sein tatsächlich, was ich noch durchkriege, ja, jemand Neues kennengelernt hast und einfach merkst, ich bin da, wo ich jetzt bin, gerade gar nicht mehr glücklich und du hast aber Schwierigkeiten, dich von diesen Menschen zu lösen. Das kriege ich ja auch noch tatsächlich durch für die einen oder anderen, ja. Ja, und Zehn der Stäbe, also es ist so, hier sind Belastungen, ja, es ist auch nicht, generell ist es für dich kein einfacher Weg, ja, auch mit diesem neuen Menschen, es können sein, dass da wirklich äußere Umstände Schwierigkeiten machen, das kann wirklich alles sein, ja, es kann einmal sein, dass es äußere Umstände sind aufgrund der Familiensituation, es kann von der Arbeit sein, ja, dass er ständig eingespannt wird, es kann sein, dass er weiter weg wohnt, man kann sich nicht so häufig sehen, aber ich sehe, dass ihr hier eine Lösung finden wird, ja, also weil hier ist nun mal die Mäßigkeit und der Stern, das zeigt mir einfach, dass hier etwas wirklich geheilt wird und dass sich hier Wünsche erfüllen, ja, und wie gesagt, diese Zehn der Stäbe ist auch so, dieses Pferd ist ja sehr erschöpft, es ist hier sehr anstrengend, ja, vielleicht auch diese Verbindung, vielleicht auch gerade, wenn du jetzt hier noch in einer Ehe irgendwie bist oder in irgendeiner Partnerschaft noch steckst, ja, sehe ich, es belastet dich, ja, du weißt nicht genau wie und wie gesagt, vielleicht gibt es da auch noch viele Dinge zu klären, ja, also klar, wenn du jetzt zum Beispiel verheiratet bist, dann darfst du ja Dinge noch klären, ja, das würde ja auch mit der Gerechtigkeit Sinn ergeben, ja, dass es hier vielleicht auch wirklich um gerichtliche Themen geht, ja, wie man sich dann auseinanderklamüsert und das ist irgendwie sehr, sehr anstrengend, ja, und ich habe das Gefühl, dass du vielleicht auch in der Vergangenheit immer wieder Angst davor hattest und deswegen vielleicht auch da geblieben bist, ja, aber jetzt hast du keine Angst mehr, weil, ja, hier kommt entweder jemand Neues, ja, oder für dich ist es auch so, du wirst hier die Kraft und die Stärke einfach erlangen, ja, du liegst ja als die Herrscherin, du gehst hier schweren Herzens einen neuen Weg. Okay, eine Karte möchte ich noch. Der Hierophant. Also wie gesagt, für die einen kann es wirklich sein, dass du hier verheiratet bist. Für die anderen kann es wirklich sein, dass dieser neue Mensch, der hier kommt, dein Ehepartner wird. Ja, also hier kann es bis zur Ehe gehen. Wir haben ja auch den Ritter der Kelche. Es kann hier wirklich ein Heiratsantrag sein. Ja, es kann sein Familiengründung und so weiter.
Ich habe aber auch das Gefühl, gerade wenn du jetzt hier noch irgendwo gebunden bist, ja, dann ist es diese Lernaufgabe, ja. Also im Endeffekt ist es deine Lernaufgabe. Hier gibt es etwas zu lernen. Du sollst hier in deine Kraft kommen. Du sollst hier auch deine intuitive Gabe nutzen, ja. Also ich kriege das hier so ein bisschen durch. Hab keine Angst, es wird hier alles sich zum Guten wenden, ja. Also die Dinge werden sich klären lassen. Du hast hier göttlichen Schutz, das kriege ich hier wirklich rein, ja. Also gerade wenn du in so einer verzwickten Situation bist, wo du auch vielleicht Angst hast. Für alle anderen nehme ich es wirklich am meisten so wahr, dass es einfach jemand hier in dein Leben kommt. Wie gesagt, der ist dir vom Universum geschickt, ja. Und hier ist eine göttliche Verbindung zu sehen, definitiv. Und es ist einfach so, das könnte so weit gehen, dass dieser Mensch dir einen Heiratsantrag macht. Ja, ihr werdet euch auch viel treffen, ihr werdet viel Zeit miteinander verbringen. Dieser Mensch möchte dich in den siebten Himmel schweben und auch du tust das mit deiner Art und Weise und das ist für euch beide heilsam. Ja, vielleicht sind das auch die Dinge, die ich hier gerade gesagt habe, die bei ihm noch los sind. Ja, vielleicht hat er in einer Ehe gesteckt, wo er nicht mehr glücklich war. Ja, und hatte diese Lernaufgabe, diese Ehe zu verlassen. Das ist auch noch möglich. Ja, ich krieg's aber tatsächlich eher für dich rein. Ja, muss ich ganz ehrlich so sagen. Weil bei dir liegen auch die 10 der Schwerter. Es kann auch sein, dass du darauf schon länger gewartet hast oder dass man dir das auch vielleicht mitgeteilt hat, ja, dass es jetzt soweit ist, dass man sich scheiden lässt, ja, und für dich geht hier ein Wunsch in Erfüllung. Also es wird aber, wenn diese Legung zutrifft, also man wird drüber reden, ja, also man wird es dir ganz klar sagen und du wirst auch ziemlich relativ schnell merken, dass sich da kleine Schritte bewegen in diese Richtung. Ja, also dass dieser Mensch das auch ernst meint, wenn er jetzt da noch irgendwie drin steckt. Ja, okay, dann schauen wir mal, was die Orakelkarten dazu sagen. Boah, voll geknickt. Ja, wir haben hier wieder den Rosenquarz, Liebe, Verbundenheit, Harmonie, Heilung, Romantik. Also hier ist wieder so ein bisschen der Tipp vom Universum, du kannst hier mit Rosenquarz arbeiten, es unterstützt deine Verbindung, es heilt dich in deinem Herzen, ja, die Herzheilung. Und ja, das ist nur so ein Tipp vom Universum. Der Bach. Etwas möchte in den Fluss kommen. Kraft, Stärke begleiten dich. Ex-Partner. Also, wie gesagt, es kann sein, dass du hier auf einen Ex-Partner schaust. Ja, es kann hier sein, dass du, wie gesagt, alles, was ich eben gerade gesagt habe, dass du hier noch in einer Verbindung bist, ja, und du möchtest da raus, dann ist das auch dein Ex-Partner. Ja, es geht hier um Kraft, um Stärke, eine Situation zu verlassen, die dir schon länger nicht gut tut, um eine positive Veränderung zu bringen, ja. Und ich habe das Gefühl, hier kommt wirklich ein Mensch in dein Leben, der dir hier liebevolle Angebote macht, mit dem du wirklich eine schöne Zeit haben wirst, ja. Und der auch ganz klar kommuniziert, was er sich mit dir vorstellen kann, dass er sich auch, also der spricht mit dir über Zukunft, ja. Vielleicht gibt es hier auch noch einen Ex-Partner, den du loslassen darfst. Ja, das kriege ich hier jetzt auch noch mal durch. Da kann dir hier auch der Rosenquarz helfen. Wir haben hier das Yin und Yang, Balance zwischen männlich und weiblicher Energie. Ja, wir haben hier auch viel mit dem Gleichgewicht, mit der Balance. Jetzt haben wir das hier als Bestätigung nochmal, ja. Hier war etwas im Ungleichgewicht, auch bei dir selbst war ein Ungleichgewicht. Du warst vielleicht nicht mit dir im Reinen, ja. Hast hier vielleicht gekämpft, gekämpft, gekämpft mit deinen Schwertern. Und ich sag mal so, es war irgendwie alles aussichtslos, ja. Und jetzt hast du irgendwie die Schnauze voll, weil da, wo du bist, ist es kalt, da ist nichts, ja. Wenn wir das mal sehen, hier auf der Karte ist ja nichts, ja. Und hier hinten ist das Licht schon. Du weißt ja, wo es lang geht im Endeffekt. Du folgst auch der Herzenswärme. Das kriege ich ja auch ganz klar durch, ja. Der Kopfhörer. Etwas wird dich erreichen. Gehör finden. Botschaften über Musik. Ich sag ja, für die einen kann es sein, dass man jetzt erzählt oder dir wirklich klar sagt, pass auf, wenn er jetzt noch verheiratet ist oder wenn du verheiratet bist, ich trenne mich, ja, ich gehe den Weg jetzt, ich löse mich daraus.
damit wir wirklich uns eine schöne Zukunft aufbauen können. Das kann das eine sein. Das andere kann einfach sein, du bekommst hier ständig Botschaften über die Musik. Du hast das Gefühl, du hörst ein Lied, du schasamst es, lässt es dir vielleicht sogar übersetzen und merkst, wow, das passt voll in meine Situation, ja. Dann weißt du auch, das ist eine Botschaft für dich. Oder du hast ein bestimmtes Lied immer mit jemandem gehört und auf einmal, ja, auf einmal spielt dieses Lied andauernd oder du hörst immer wieder dasselbe Lied, ja. Es können auch andere Botschaften sein. Also es können auch Botschaften über Federn sein, über Zahlen, über Buchstaben und so weiter und so fort, ja. Also alles, wo du das Gefühl hast, das war doch jetzt klar eine Botschaft, also das passt ja alles super, das, ja, hier will das Universum, sendet dir hier Botschaften, definitiv. Was habe ich gesagt? Göttliche Gerechtigkeit, Entscheidung, Fairness, Schutz, Gleichgewicht, Balance. Also hier haben wir es jetzt wieder. Das ist unheimlich wichtig. Hier war etwas aus der Balance und da kommst du wieder rein. Hier wirst du zu deinem Seelenpartner geführt. Ja, hier soll eine göttliche Gerechtigkeit herrschen. Und alles, was dir nicht gut tut, lässt du hinter dir. Ja, du versuchst jetzt wirklich wieder ins Licht zu gehen, aus dem Schatten ins Licht zu gehen, von der Disbalance in die Balance zu kommen, deine Wünsche sich zu erfüllen und du wirst hier einen Menschen bekommen an deiner Seite, der dir hilft. Ja, und das ist hier dieser König der Münzen. So, wir haben hier noch die Feldmaus. Flucht, Ängste, Sorgen, aber auch Weisheit, Schnell und Nacht. Also für viele ist es so, hier könnte in den Abendstunden ein Treffen anstehen, ja, dass man sagt, komm, lass uns mal treffen, lass uns mal über die Dinge sprechen. Ich habe das Gefühl, dass dir das auch ein bisschen Sorgen macht. Ja, gerade wenn du jetzt auch noch in irgendeiner Ehe bist, dann hast du hier wirklich Angst, du hast große Sorgen, wie geht es weiter, ja. Und die Karte möchte dir hier tatsächlich in diesem Orakel sagen, hab wirklich keine Angst, du hast die Kraft, du hast die Stärke, du hast den göttlichen Schutz, ja. Göttliche Gerechtigkeit wird dir gegeben. Du brauchst keine Angst haben. Und Herrschaft, Macht, Kraft, Reichtum, Liebe, Leidenschaft, Unsterblichkeit und Schönheit. Das zeigt mir einfach nur nochmal, so findet dieser Mensch dich. Ja, also hier ist eine unheimliche Leidenschaft zu dir. Man, dieses Band zwischen dir und diesem Menschen, das ist unsterblich. Ja, das ist eine, für mich ist das hier ganz klar Seelenpartnerschaft, ja, also etwas, was dich auch, ich habe auch das Gefühl, dieser Mensch bringt nicht nur Reichtum in deiner Gefühlswelt, sondern auch finanziell wird es dir gut gehen, ja, hier wird, du hast hier vielleicht viele Sorgen und viele Ängste gehabt, vielleicht auch über genau diese Themen, ja, wie geht es weiter und was kostet mich das alles, aber ich muss sagen, dir passiert hier nichts, ja, also wenn du natürlich hier mit in Resonanz gehst, bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading, es kann hier auf dich zutreffen, es muss aber auch nicht auf dich zutreffen und hier können auch nur Teile auf dich zutreffen, dieses Orakels, ja, also nicht, dass ihr hinterher ankommt und sagt, ja, du hast gesagt, mir kann hier nichts passieren und mir ist doch was passiert, bitte bedenkt das, ja, das ist hier ein allgemeines Reading. So, dann haben wir im Unterdeck noch der magische Reiter, Bewegung, Antrieb, Schnell, Klarheit. Also wie gesagt, ich sage ja, hier kommt jemand relativ zügig jetzt in dein Leben. Vielleicht hat dieser Mensch sich lange Zeit gelassen, ja. Und die Dinge werden sich jetzt relativ schnell verändern. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Hier kommt auch du selbst, kommst in die Aktivität, du gehst einen neuen Weg, ja. Auch das nehme ich tatsächlich wahr und du weißt auch, wo du hin willst. Nämlich du wirst deiner Herzenswärme folgen, ja. Und der Rosenquarz kann dich eben unterstützen in diesem gesamten Prozess, ja. Das darf ich dir hier auch sagen. Okay, jetzt gucken wir noch nach einer Zeitkarte. Das interessiert mich jetzt mal. Welcher Zeitraum könnte hier wichtig werden, liebes Universum? Wir haben hier den Widder, die 1, eine Woche, einen Monat. Ja, der 21.3. bis 20.4. Setze Pioniergeist ein. Und was haben wir noch? Ja, warum müssen die denn immer wegfliegen? Und die 2, der Montag. Ein Montag,
Tausche dich aus, lass dich beraten. Ja, vielleicht überlegst du auch schon länger, dir eine persönliche Legung machen zu lassen bei einer lieben Kollegin. Ja, denn ich mache keine persönlichen Legungen an der Stelle. Dann ist es so, vielleicht solltest du das tun. Vielleicht möchtest du dich auch beraten lassen, wie das ist, wenn du jetzt wenn du dich trennst. Ja, oder keine Ahnung was. Also ich war noch nie verheiratet, von daher kann ich euch das nicht beantworten, was dann alles auf einen zukommt. Aber vielleicht möchtest du dich da beraten lassen. Ja, es geht auch darum, tausche dich mit anderen Menschen aus. Vielleicht auch mit Freunden, mit Familie. Ja. Aber höre immer auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, ja, folge immer deinem Herzen, ja, nicht deinem Verstand, sondern folge deinem Herzen. Und ich habe hier wirklich ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Monat 12 sehr wichtig wird, also der Dezember, ja, die Zahl 1 oder 2 oder die 21, die 3 steht für die gute Chance, das könnte hier auch nochmal ein wichtiger Hinweis sein, ja, also dass hier kommen Chancen, also eine Chance. Und ja, wie gesagt, für die einen wird es früher sein, für die anderen wird es später sein. Es kann auch sich um einen Tag handeln, es kann sich um 2 Tage handeln. Wie gesagt, ein Montag könnte eventuell wichtig werden. Und es ist einfach so, Zeit ist relativ, das Universum kennt keine Zeit. Und von daher, bitte nagelt euch nicht zu sehr auf die Zeit fest. Ja? Ich lege die Karten nur ganz gern, weil die Zahlen, oh Gott. Also die Zahlen für den einen oder anderen eine Botschaft. Vielleicht hat dein Gegenüber auch am 12.12. Geburtstag oder am 21.12. Oder ihr habt euch an einem 12. kennengelernt. Kann auch sein. So, wir haben hier noch Stier. Widder. Die Fische, Waage, Zwillinge haben wir auch noch, Krebs haben wir noch, Steinbock, also Erdelemente definitiv wichtig, eine noch, ja, und die Jungfrau. Im Unterdeck habe ich noch den Krebs. Also wenn das oder das Sternzeichen von dir oder das deines Gegenübers jetzt gefallen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass hier irgendeine Botschaft für dich mit drinne ist, ja. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist und du sagst, es passt aber alles und ich spüre einfach eine Resonanz, dann kann das trotzdem dein Reading sein, ja, auch wenn das Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist. Das nur noch mal kurz erwähnt. Und jetzt zum Abschluss ziehen wir noch eine Engelsbotschaft und dann machen wir Schluss. Wir haben hier Erzengel Gabriel. Deine Lebensaufgabe hat mit Kommunikation und Kunst zu tun. Bitte lass dich nicht verunsichern und dadurch davon abhalten. Ich werde dir helfen. Ich sag ja, vielleicht wolltest du schon länger irgendwas tun. Lass dich nicht abhalten. Folge deiner Intuition, folge deinem Bauchgefühl und erfülle dir deine Wünsche. Du hast hier den göttlichen Schutz. Merlina, du bist verwirrt und unentschieden, weil du nicht genug Informationen hast. Informiere dich besser oder hole dir Rat bei Experten, bevor du eine Entscheidung triffst. Also wir haben hier nochmal, lass dich beraten. Also für viele kann es hier wirklich wichtig sein, dass ihr euch einfach Informationen holt, dass ihr euch von Experten unterstützen lässt. Ja, das möchten dir die Engel hier nochmal sagen. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht sagt euch auch der Buchstabe G oder M etwas. Ja, und ja. Ich denke, wenn du hier mehr Informationen hast, wirst du auch besser eine Entscheidung treffen, ja, je nachdem, wo du in diesem Prozess bist. Ich sehe dich, wie gesagt, jetzt die Herrscherin, du wirst die Kraft und die Stärke haben, hab da keine Angst vor, gehe mutig und entschieden deinen Weg weiter und du wirst sehen, es wird dir was Schönes bringen, ja, wenn du hier mit in Resonanz bist. Okay, ihr Lieben, ja, damit beende ich jetzt auch das Orakel. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo, was ihr mir hinterlasst. Und ich bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle für alle Likes, Kommentare und Abos und auch für eure lieben Spenden. Danke, danke von ganzem Herzen. Ihr seid wirklich toll.
Und für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ja noch die WhatsApp-Gruppe. Also da geht es um den spirituellen Austausch, beziehungsweise darum, falls man mal ein Ohr braucht zum Zuhören und nicht so ein spirituelles Umfeld zum Beispiel hat, wo man sich austauschen kann, kann man das in der WhatsApp-Gruppe machen, wenn man das möchte. Die Nummer findet ihr in der Kanalinfo. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, das ist alles kostenlos. Über WhatsApp mich einfach anschreiben und ich füge euch dann in die Gruppe hinzu. Genau, wer da Bock und Interesse dran hat, kann sich gerne melden. Du kannst auch jederzeit die Gruppe wieder verlassen, wenn du merkst, nee, das ist jetzt nichts für mich. Oder du kannst die Gruppe auch stumm schalten. Ja, dann kriegst du nicht den ganzen Tag irgendwie mit, was da abgeht. Das geht auch noch. Wie gesagt, alles kostenlos und freies Geben meinerseits. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.